Ja, ihr Lieben, auf dem Weg nach Berlin zum Satsang. Ich werde immer wieder gefragt, was Satsang überhaupt ist. Ganz flapsig. Man könnte dazu auch Fortbildung sagen. Also, um genauer zu sein, eine Hinfortbildung. Ja, wie das Wort ja schon sagt, Bildung. Das heißt, wir hören auf, uns ein Bild von uns und der Welt zu machen. Speziell von uns selbst. Das heißt, fort mit all den Bildern, fort mit all den Vorstellungen, fort mit all dem vermeintlichen Wissen, was keiner Überprüfung standhält. Also Satsang heißt in Kurzform Zusammensein in Wahrheit, in einer absoluten, ultimativen Wahrheit, die für jeden Menschen gleich ist. Also es geht nicht um die individuelle, persönliche Wahrheit, sondern um das, was uns alle im wahrsten Sinne des Wortes verbindet und vereint. Ja, da ist auch ein schönes Wort drin, vereint. Das heißt, in Wahrheit sind wir alle eins, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und beim Satsang kommen Menschen zusammen, die Interesse an sich selbst haben, die wissen wollen, wer oder was sie sind, weil sie schon festgestellt haben oder schon im Laufe ihres Lebens mitbekommen haben, dass das Einzige, sagen wir mal, was ihre Lebensqualität beeinflusst, nicht irgendwelche Situationen im Außen sind oder ein volles Bankkonto oder ein schöner Körper oder ein großer Fernseher oder viel Wissen, sondern der Umgang mit mir selbst. Das heißt, dass ich bin mein größter Feind, ich bin mein größter Freund. Also die Tatsache, ich, wer ist ich? Darum geht's beim Satsang. Und für alle die, die da Interesse haben, ihr findet Informationen dazu auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr jetzt abends, so wie jetzt heute in Berlin, nicht dabei sein könnt live, findet ihr diverse Infos, sowohl bei Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, eigentlich überall. Braucht nur den Namen eingeben, Mario Hirth. Und ja, dann gibt es ganz viele kostenlose Fortbildungen. Und jetzt bin ich auch gleich an meinem Ziel angekommen, von daher bis bald. Winke, winke.